Wolf. Also keine Überraschung an der Stelle. Let's go. So, dann werden wir mal schauen, wie sich das Set hier entwickelt. Also Joker hat natürlich diesen X-Faktor in Form von Persona, seines Persona und Arsene, ja. Arsene. Und Wolf ist einfach jemand, der eher generell durch die Bank strahlt und eher nicht durch irgendeine spezielle Mechanik. Also ich bin gespannt, wie sich das Set entwickelt. Ja, ich auch. Also man sieht jetzt auch, Zebra hat ein sehr gutes Feeling dafür mit seinem Advantage Set. Hier zum Beispiel hat Fancy gleich gedacht, er masht einfach rein und das hat und hat die Down B verwendet und das hat Zebra gleich dazu genutzt, um natürlich einen Grab reinzubekommen. Hier jetzt aber Arsene, jetzt muss er aufpassen, hat natürlich genau das war das Problem. Das ist genau das, was passiert. Der Konter. Er ist der stärkste Konter im Game. Ja. Und Reflecten kann er auch noch dazu. Also ja, also ist schon ein bisschen privilegiert, dieser Mensch. Ja. Oh, das könnte. Ja. Das war super, das war aus der Luft gegriffen. Das war clean. Der Footstool into Nutribi. Krass. Ja, also Fancy. Der Fancy macht seinem Namen alle Ehre. Ja, also er spielt schon sehr. Er hat auf jeden Fall hier den Vorteil, aktuell würde ich meinen. Zum einen das und es sieht auch sehr elegant aus beim Spielen. Es ist, also die ganzen Kombos und so weiter, die Confirms, die sitzen einfach. Das stimmt. Und hat hier ein sehr gutes Mix-Up drauf. Mal schauen, wie Zirpa in diesem Set noch adapten wird. Ja. Jetzt kommen so langsam die Kombos von ihm, aber sind in Anführungszeichen nur bei 80%. Ja. Ganz Footstools heute, ja. Ja, natürlich, sehr schön. Das war sehr gut. Genau solche Sachen ist Hebra einfach ready in manchen Situationen. Und das bringt ihm natürlich die Kills. Es ist ziemlich schwer, Jokers zu treffen. Allgemein, er hat halt so viele Moves drauf, wo er seinen ganzen Körper deformiert. Also er hat ein totales Hurtbox-Shifting drauf. Ja, das stimmt allerdings. Das regt ganz viele Leute auf. Aber ich habe das Gefühl, dass Wolf eigentlich ganz gute Moves hat, um das so ein bisschen zu umgehen. Ja, diesmal auch ready gewesen, aber diesmal nicht so lange die Down-B gedrückt. Ich glaube nicht, desto länger man die Down-B drückt, desto mehr Endlack hat. Aber hier jetzt diesmal mit Arsene, aber beide auf dem letzten Stock. Also Wolf darf man nicht unterschätzen, killt auch unglaublich early mit der Back-Air. Das stimmt allerdings. Vor allem mit der Raid. Ah, aber das Back-Air, das killt natürlich. Ja, beide haben eine Busted Back-Air. Ja, die BB. Das stimmt leider. Aber ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass Zebra jetzt relativ reingekommen ist. Ja, also. Das wird noch ein spannendes Set. Das wird auf jeden Fall noch interessant werden. Genau. Bei den Charakteren bleibt es auch gleich. Also. Und ich meine, die Stage ist auch gleich geblieben. Ich habe es jetzt nicht ganz gesehen. Ja. Das bist du geblieben, ja. Genau. So. Weiter geht's. Darf auch echt nicht unterschätzen, Joker kann auch echt gut campen. Das stimmt. Da hat Wolf natürlich seinen Laser. Aber das war's auch schon. Ja. Wobei der Laser an sich ja auch schon sehr nervig sein kann, wenn man nicht vorbereitet ist. Aber jetzt muss irgendwie, also jetzt müsste man irgendwie gucken, dass Zebrick gucken, dass natürlich die Ascent so schnell wie möglich rausgeht, ohne dass er viele Hits abbekommt. Und dass genau solche Sachen nicht passieren, dass er hier auch geletztrapped wird, oh mein Gott. Und das ist da natürlich schon der Kill. Ja. Mit seiner Recovery kann Wolf da nicht mehr wiederkommen. Nee. Das ist auch sehr schwer, irgendwie das Mix-Up oder so weiter auszunutzen. Hier fast aus der Luft gegriffen mit der Abi noch, die Nähe irgendwie zu catchen, aber das hat gerade so nicht geklappt. Und hier wollte er natürlich gleich schauen, dass er ihn dort kriegt. Hier aber noch den Upsmash, nachdem die Raule kam.
Und damit ist es jetzt wieder relativ even. Ja, richtig. Geht hier... Ah, muss aufpassen. Genau, gut. Hier. Er denkt immer, okay, er wird es zurückdrücken, weil natürlich wenig Endlick ist auf diese Ganze, ja, und so weiter. Und dann nutzt er das gleich aus, um ein bisschen Ascension schneller zu bekommen. Oh, das können wir tun. Aber auch Fancy sehr bewusst, was was das Game angeht. Natürlich, Wolf hat den Reflektor, die Side B zu nutzen, ist ein bisschen risky. Ja. Hat er bisher noch gar nicht gemacht. Kriegt hier aber die Back Air Early Kill. Der Sweet Spot von dem Back Air, wie gesagt, unglaublich stark. Unglaublich stark. Also, da fliegt man schnell mal raus. Richtig. Und diesmal Zebra im Lead. Ascent dauert auch noch eine Weile, bis er kommt. Ah, oder auch nicht. Gleich wieder da. Und da ist er auch schon. Super. Kein Jump. Er wollte länger aufladen. Ein wenig zu ungeduldig, aber das waren auch die Power of 69. Kriegt hier noch einen String durch. Okay, diesen Update dachte er, kriegst du nochmal einen ab. Mir doch egal. Und jetzt kriegt... er hat Ascend wieder. Das könnte natürlich ein Edgeguard sein. Und das könnte ziemlich schmerzhaft sein. Und genau da ist davor hatte ich Angst. Hatte jetzt aber Early Side Beat, hätte ich auch gemacht. Also der Punish mit der Dash Attack, whatever. Hauptsache verliert seinen Stock nicht. Kommt hier der... er hat richtig gut rausgemashed. Das könnte... Okay. Ja. Ascend ist gleich weg. Ne, Ascend ist schon weg. Und das und ist der Dash-Attack und 1-1. Super. Und die bleiben auf PS2. Genau. Ja, eine gute Stage für beide, würde ich behaupten. Würde ich auch denken. Also man hat auf jeden Fall gesehen, beide kommen mit der Stage klar und beide... Ja, ziehen beide ihre Vorteile daraus. Ja, also... Ich persönlich würde da keinen Grund sehen, irgendwie zu wechseln. Beide wieder etwas vorsichtig. Tänze nur mal einer her. Einmal die Side-Bee drücken, natürlich gleich das Chaser. Und da kommt auch schon der Tumble. Oh, das wäre fast die Back-Air noch connected. Ja, jetzt hat Zebra super Edge-Guarding gehabt. Kriegt den diesmal ganz schnell. Zebra hier sehr vorsichtig und er rutscht auch einfach an die Ledge. Dass sowas wie der Konter von vorher auch nicht einfach so schnell passiert. Aber da hat er gewifft. Und das hat Fancy gleich mit dem F-Smash gepunished. Und das gilt auch schon wieder. Das gilt auch schon. Ja, ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ne? Ja. Also es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Es würde mich nicht wundern, wenn das hier auf Game 5 hinauslaufen wird. Kriegt er Ascend irgendwie weg? Das ist jetzt die Frage. Ein paar Hits reinbekommen ist immer sehr wichtig gegen Ascend. Kriegt ihn jetzt sogar offstage? Und ja, vor der Gun kommt meistens immer ein Follow-up und das war genau die Side BD. Leider seinen Stock kostet. Noch einfach reingerollt, da war Fancy sofort ready. Ja, kriegt's. Jetzt muss halt, ja, er versucht gerade den Kill-Move zu finden. Weil man möchte natürlich keinen
zweiten Ascent noch kurz vor dem Stockverlust. Vor allem das jetzt könnte ziemlich knapp, aber das war super noch gecovert. Zebra war sehr vorsichtig. Gut noch zurückgekommen, trotz ganz. Genau das ist nämlich das Problem. Wolfsburg haben wir natürlich sehr exploitable für Joker. Es ist einfach sehr schwer, da immer zurückzukommen, relativ konsistent. Ohne irgendwer was abzubekommen oder noch schlimmer, irgendwie seinen Stock zu verlieren. Ja, das. Ja, Zebra braucht jetzt irgendwie noch einen guten String, irgendeine gute Combo. Ich bin gespannt, ob wir die fair into back ersehen dann. Ja, aber jetzt natürlich Ascent. Ja. Super, kein Jump. Und der Down Smash. Hammer. Ja. Ja. Ja, das nennt man Top Tier Privilege. Genau. Oder Protagonistensyndrom. Kann man auch sehen. Muss man sehen, wie man. Weiter geht's. Einfach weiter PSU. Die beiden denken sich so, das ist die beste Stage. Das ist kein Grund, da irgendwas anders zu machen. Aber jetzt ist. Ich bin mal gespannt, ob Fancy jetzt irgendwie noch was anderes möchtest. Also irgendwie eine Adaption macht. Ja. Oder ob Zebra jetzt sagt, ich hab dich jetzt eigentlich gedownloadet. Ich hol mir die jetzt einfach kurz. Aber ja, genau das könnte ich mir tun. Ja, da war der Airdodge war natürlich ein bisschen suboptimal. Fancy ist da relativ schnell ready immer. Ich habe das Gefühl, er hat ein sehr gutes Reaktionsvermögen. Ja. Zebra versucht jetzt natürlich hier irgendwie noch den Kill zu bekommen. Richtig. Der Steck. Ist ja wirklich die ganze Zeit in der Schnauze von Zebra. Und lässt ihn nicht mehr atmen. Boah, das wäre ein super Read gewesen, aber der Upsmash, das war ein bisschen zu committed. Ja. Hätte er ein bisschen abgewartet, hätte er natürlich die Kill bekommen. Das ist natürlich mehrfach ärgerlich, aber davon darf man sich jetzt nicht aufhalten lassen. Er möchte auch natürlich den Risk-Reward irgendwie versuchen. Hier super einfach die Down-B nochmal gemacht, um das zu baiten. Hier noch ein Dash-Tag. Super gestallt mit der Abi. Kill. Und der. Ja. Ja. Das ist ein Joker-Klassik. Deswegen versuche ich die Plattform so stark es geht bei dem Matchup zu vermeiden. Ja. Das ist natürlich auch einfacher gesagt als getan. Eben. Also ich wurde auch schon Opfer dieses Confirms. Ja, gerade so nicht richtig Space mit dem Grab, aber. Hat hier die Stage-Control noch? Möchte hier. Jetzt. Könnte das. Ah, sind beide so ein bisschen am Rumtanzen. Beide wollen die Stage Control nicht aufgeben. Ich habe auch gehört, das ist so ein bisschen Berliner Syndrom, dass man die Stage Control auf jeden Fall nicht aufgeben möchte. Das ist mir jetzt neu, aber ich war ja noch nicht so oft in Berlin, deswegen. Ja, ich bin auch das erste Mal hier. Ja. Also. So ich nicht. So, ich habe so das Gefühl, jede Region. Der Spot dort war gut. Ich habe so das Gefühl, jede Region hat so ein paar Sachen, die diese, ja. Die Habits einfach, ja. Ja. Ich finde, ein Stage-Control-Habit ist tatsächlich ein sehr gutes Habit. Das stimmt. Da gibt es viel Schlimmeres. Ja. Das könnte gelten. Oh, er konnte hier gerade so die Up-Air-Strings nicht machen an der Plattform. Das wäre nämlich auch ein Kill gewesen mit dem Upsmash. Er wusste aber, dass der Upsmash dann noch nicht killt. Geht hier jetzt aber mit der ganzen. Versucht hier noch irgendwie zu überleben.
die Back Air. Er hat noch keiner Stand, er kann es noch irgendwie versuchen, wieder auf die Stage zu kommen, kriegt es ja auch hin. Jetzt hat er die Stage Control. Hier kommt aber Ascend, ein Hit und das war's für ihn und das ist die Fair. Der Dash Attack. 2-2. Ja, und es läuft auf ein Game 5 raus. Ja, Zebra ein bisschen erneut. Verständlicherweise. Ja, und natürlich bleiben die beiden wieder PS2, also. Mhm. Ich glaube, an diesem Punkt hätte auch niemand was anderes erwartet. Auf jeden Fall. Ich möchte heute so viele Game 5s wie möglich sehen. Das wäre wirklich sehr schön. So, ja. Weiter geht's. Last Game. Hier kriegt sogar Fancy sein erstes Opening. Ja, geht hier ein bisschen jetzt weit raus. Da hat Zebra jetzt einfach drauf reagiert. Kann ich wieder die Stage controllen. Wurde ich aber von der Down B einfach wieder interrupted. Und hier kommt gleich wieder Ascend. Und das ist ein F-Smash. Ja. Aua. Super jetzt, anstatt Side-B die Upi gemacht. Das ist halt das Mix-Up, ja, was er so ein bisschen ausnutzen muss, ja. Was wird er als erstes drücken? Mit da hat er ihn gut geantiert. Ja. So, wird er jetzt abwarten? Nein, er geht gleich rein, in der Hoffnung, dass... Ja, da ist Ascend auch schon weg. Super abgegriffen. Oh, aber kriegt schon wieder Ascend. Das war innerhalb von einer Sekunde. Oh Mann. Oh, und da kommt super. Upsmash, Spot Dodge Upsmash. Was ein Classic. Jeder hasst es, davon getroffen zu werden. Okay. Das hätte ein heftiger String werden können. Ah, super. Aber jetzt ist er wieder offstage. Oh, super rot zurückgekommen. Down Tilt. Oh, das gut wieder. Da wollte er. Also ich weiß nicht, ob Fancy das mit Absicht gemacht hat oder nicht, aber da hat er richtig geil und das wollte nicht. Das ist der letzte Stock von beiden. Game 5. Ja. Wer wird hier im Winners weiterkommen? Super spannend. Ja. Also man hört auf jeden Fall, die Crowd ist auf jeden Fall auch. Ja, die sind auch sehr hype. Aber jetzt kommt natürlich Ascend. Oh, der Uptilt. Er kommt jetzt. Muss. Oh. Und da kommt. Kriegt er das irgendwie noch hin? Ah, sie sind jetzt beide relativ. Und das ist der Upsmash. Da hat er noch den Schwanz getroffen. Oh. Ja.